Hamburg ist meine Stadt, ganz egal was jemand anderes sagt. Also Abfahrt in die City über den Stadtpark, Deluxe Kids sind am Start, hier mit euch feiern hart, Texte krass, Fensterbass. Jetzt geht's los, nimmt die Hände hoch, bis das Gelände tobt. Deluxe Kids ist ein Verein für junge Erwachsene und Jugendliche. Den hat Sammy Deluxe gegründet vor circa vier Jahren, wir sind im vierten Jahr, haben wir letztens festgestellt. Und Sinn und Zweck war es, da Sammy aus einer Zeit kommt, wo es jetzt nicht überall Jugendhäuser gab mit umsonst Angeboten, sondern man konnte Instrumente oder tanzen oder rappen lernen, indem man entweder Geld für Kurse bezahlt hat oder halt, wie bei Sammy im Fall, es einfach allein in seinem Kinderzimmer geübt hat. Und genau, das wollte er einfach Kindern bieten. Wie du siehst, bin ich busy, keine Show, ich bin down mit der Gang, ich bin downtown. Ich seh tausende Hater, die sitzen zaum an der Crown bouncen. Du willst reden? Sorry, ich kenn mir nichts auf weitere Pläne. Statt leben, wie das Depp meine Wege liefert, die tausende Szene stoppen im Kopf, diese City muss brennen, so wie ein Molotow. Gold wert ist, dass wir ein großes Studio in Niedersachsen haben und wir den Kindern so die Möglichkeit geben können, auch mal bei uns mit rauszufahren, Songs, die sie geschrieben haben, aufzunehmen. So wie jetzt für den einen Song Meine Stadt, da haben wir ein Video gedreht, die Kinder sind ins Studio gefahren, durften den Song aufnehmen und kriegen ein ganzes Produkt. So wie andere Kampagnen gespannt werden und große Major-Labels dahinter stecken, können wir das im kleinen Rahmen für die Kinder irgendwie so mal ermöglichen, dass sie einmal sehen, wie wird so ein Video gemacht, wie nimmt man einen Song auf, was ist Studioarbeit so. Das ist meine Stadt. Also die meisten der Deluxe Kids sind, glaube ich, im Verein eingetreten, weil sie schon merken, dass sie halt Musik machen wollen. Also ich glaube, ich kenne keinen von denen, der gesagt hat, ich probiere es mal aus. Sondern alle sind sehr von sich überzeugt und das braucht man auch, um sowas zu machen. Wenn man Musik macht, braucht man die Überzeugung von sich selbst und viel, unfassbar viel Selbstvertrauen. Und am Anfang für mich war es halt schwierig, weil man muss sehr viel mit den Kids reden, man muss denen sehr viel zeigen, man muss denen sehr viel, wie man aufnimmt einfach. Oder ehrlich gesagt, wie man einen Song macht, muss man den Kids halt von vorne, von null an zeigen. Und für mich ist das halt cool, weil man immer wieder was Neues und Wissen weitergibt. Klar, dritter, zweiter, Rap for Good, Barclaycard Arena, Riesenauftritt, Kinder sind riesen aufgeregt. Wir werden mit Sammy zusammen dort einen Part übernehmen. Sammy wird seinen eigenen Kram machen und dann werden wir Deluxe Kids noch was zeigen. Wir schreiben dafür gerade einen neuen Song und die Tänzer machen dafür eine ganz neue Choreografie, die wir vorher noch gar nicht irgendwo aufgeführt haben. Und genau, was haben wir gesagt? Wir wollen alles abbrennen. Der gesellschaftliche Nutzen von so einem Verein für die Kids ist, dass sie Umgang lernen, im Team zu arbeiten. Weil wir benutzen sozusagen ja die Hip-Hop-Kultur, um auch den Kids das Gehirn etwas zu öffnen, wie zum Beispiel, wie verhalte ich mich gegenüber anderen Menschen. Ne, Grundgesetz beim Hip-Hop, du kannst nur Respekt kriegen, wenn du Respekt gibst. Für mich ist es immer viel wichtiger, wie es auch menschlich so unter den Leuten ist, egal wie gut das Musikalische im Endeffekt ist. Und hier habe ich halt beides in einem gefunden, deswegen bin ich hier geblieben. Ich glaube, das Coole ist, dass ich, egal was wir machen, wir uns immer alle einbringen können und es ist nicht so ein steht jemand vorne und schreibt dir vor, was du zu machen hast, sondern man merkt wirklich, dass es von uns allen immer kreiert wurde. Und durch Deluxe Kids bin ich auch eigentlich jetzt dazu gekommen, dass ich außerhalb davon für Sammy selbst noch Background singen darf. Und also ich habe auf jeden Fall extrem viel Erfahrung mitgenommen und voll viel Input schon bekommen und ich bin echt dankbar, dabei zu sein.
da hat einer halt so getan, als wäre ein Rapper und hat irgendwelche Texte nachgerappt. Und das fand ich halt lustig und dann habe ich das meinem Vater mal erzählt. Und dann sind wir darauf gekommen, dass ich mal selber meine eigenen Texte schreiben kann und ja, dass ich dann angefangen habe zu rappen. Ja, und ich schreibe gerade auch einen Text, aber irgendwie klappt es nicht so. Meine Vision von Deluxe Kids ist tatsächlich, dass einfach allen Jugendlichen, die Lust haben an Hip-Hop und die Lust haben, das sich auszuprobieren, jetzt gar nicht mal, sie müssen was bringen und heutzutage bist du 15 und musst gleich mit einem YouTube-Video kommen. Also du hast gar nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ich will nur mal schauen, vielleicht kann ich es, vielleicht nicht. Und die Kinder haben eine wahnsinnige Scheu davor. Und wir wollen den Raum schaffen, sich auszuprobieren. Man kann kommen, man kann es ausprobieren, man kann sagen, ach, ich bin gar kein Rapper, ich bin eigentlich Tänzer. Ciao. Und dann geht man zu den Tänzern. Und dass sie das Hip-Hop als solches, wie es damals mal gedacht war, wieder verstanden wird. Das ist nicht, bla, ich fick deine Mom, irgendwas. Sondern das ist eine Jugendkultur und es ist ein Battlen ohne Fäuste. Sondern wer hat die geileren Skills? Ha ha ha.